Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. So, wo ist die Waffe hin? Die ist nicht da. Aber ich habe da wieso eine Idee. Und zwar, wir müssen noch Straßenkampf auch noch hochkriegen, ne? Eventuell sollten wir uns wirklich hier mal... Hallo? Eine Waffe rausfischen. Kann man das hier irgendwie... Alle Items... Und zwar eins, was gut ist und dann einfach damit 1000. 1000 klingt doch schon mal gut. Katana. 1100, also fast, ja. Klingt noch besser, nehmen wir schon mal. Mhm. Jo, dann würde ich nämlich sagen, dass wir jetzt hier dieses Katana benutzen werden in Zukunft, um einfach ein bisschen, ja, zu sehen. Angriffstempo mit der Waffe ist schon mal gut. Crit ist auch nicht schlecht. Erhöht den Schaden, die Chance. Also ich hätte gesagt, erhöht die kritischen Schaden oder... Nee, die Angriffsgeschwindigkeit ist wichtig. Können wir die Waffe auch noch upgraden? Bestimmt, ne? Besonders am Anfang sollte sie halbwegs billig sein. So. 1600. Na klar. Weil wir leicht... So, kann ich die nicht ziehen? Ach, ich kann hier drin keine Waffen ziehen. Denn wir müssen irgendwie das hochbekommen. Oh, Judy. Judy, was... Was? Hola, Kala... Azita? Calabazita? Keine Ahnung. Es könnte eine italienische Form sein, irgendwie so, aber... Nee. Kala, keine Ahnung. Denk an dich. Willst du wissen, was? Ui. Kommen jetzt etwas sexy Nachrichten? Hm, du fragst dich, ob er rückwärts kann? Wäre ich ein Tier, wäre ich definitiv ein Hund. Nö, aber hier, guck mal, ich würde... Hallo? Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Hallo? Maus? Maus will nicht? Okay, dann so. Hm, du fragst dich, ob ich einen doppelten Rückwärtssalto mit voller Drehung hinkriege. Dann lautet die Antwort, ja. Gut zu wissen, aber nein. Ich dachte gerade, wärst du ein Tier, dann wärst du ein Hund. Okay. Weil ich süß bin und gern kuschle, weil ich deine wilde Beschützerin bin. Okay, gib mir eine Sekunde, da versteckt sich irgendwo... Was versteckt denn sich da? Ein Mützchen zum Lecken! Und was unterste... Ich liebe es, jawohl! Ja, okay, das war genug Ablenkung. Spider-Man, bis bald. Ah, nice. Such dir doch einen anderen Dom. Genau, such dir einen anderen Dom. So, Journal, begib dich, genau, dies. Ja, das ist halt hier, ja, wir sollen alle Straßenschläger besiegen. Ich glaube, der letzte ist doch, also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich darauf gehe und auf Karte, dass ich bei den Animals lande, oder? Nope. Hä? Oder auch nicht. Denn dann widmen dich anderen Missionen, solange bis sie anruft. Ja, es muss ja die hier sein, ne? Den Animal umnieten, aber hm. Die ist zu stark. Und ohne Nahkampf. Wir haben ja Straßenschläge. Wir haben ja Straßenschläger gerade mal um ein Level hier. Straßenschlägerei auf Level 2. Das müssen wir hochkriegen. Wir brauchen hier noch Punkte, damit wir vielleicht doch erhöhter Schadensturm. Also ist ja mit der Faust, ne? Erhöht die Panzerung um 15, solange du mit einer Waffe blockst. Ah. Ausdauer für alle Angriffe mit stumpfen Waffen, das ist. Verringert die Ausdauerkosten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Bei allen Angriffen mit Schummeln besteht eine Chance von... Das ist genial! Das ist richtig gut. Schaden, Angriffskombos mit stumpfen Waffen... Erhöht den Schaden, das ist auch gut.
Okay, die beiden. Wir müssen also irgendwie Straßenschlägerei noch hochkriegen. Das bedeutet, wir prügeln uns. Wir müssen uns irgendwie prügeln. Nur mal gucken, wie wir das am besten machen, ohne zu sterben. Das ist nämlich genau das Problem, was ich dann habe. Aber wir gehen jetzt erstmal... Ach, Mann, was mache ich hier? Da. Wir gehen erstmal nach da. Da ist perfekt. Schöner Auftritt jetzt mit Johnny. Also jetzt kommt nochmal die Samurai Group und Johnny. Naja, Johnny ist... Ja, bin ich. Sprich, ich muss die Pille nehmen, damit Johnny rauskommt und... Gitarre spielt. Oh. Oh. What the hell? Ist auch so gar nicht wenig los hier. Guten Tag. Niemand da. Dieser Job. Manchmal heißt's schnell hin und warten. Hm. So, ja, stimmt, natürlich. Das ist ja mitten am Tag, ne? Vergesse ich schon mal wieder. Etwas später. Sind immer noch alle da. Wie? Ich hab was für dich. Falls du es nicht wissen solltest, die hat mal Silverhand gehört. Fuck, Nancy hat's echt drauf. Flüster ihr einfach mal Mikoshi ins Ohr. Dann sind wir fein raus. Sagst du mir, was damals mit Henry passiert ist? Das ist Vergangenheit. Er ist ständig in Scheiße geraten und ich musste ihn wieder rausholen. Du warst es leid, dir ständig die Hände schmutzig zu machen. Falsch. Ich hatte ihm einen Gig mit einer guten Band klar gemacht. Er wurde clean. Alles lief großartig für ihn im Leben. Darum hat er mich aus seinem Leben gekickt. Was ist dann passiert? Stehst du auf Drama? Er war mit seinen neuen Leuten einen Monat feiern, ohne mich. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, weil es wieder ausuferte. Hab ihn auf der Straße getroffen, total fertig. Hat mir sogar eine Ohnmacht vorgetäuscht, um mich rumzukriegen. Was hast du gemacht? Hab ihn dagelassen. Und dafür gesorgt, dass er mich nicht mehr findet. Gut so. Wie fühlst du dich so kurz vor der Show? Schräg. Als ob ich gleich so tue, als ob ich... ich wäre. Und ohne Johnny? Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber der Bastard fehlt mir. Danke, dass du den Gig organisiert hast. Ach komm. Carrie konnte sich ohne mich nicht mal am Arschloch kitzeln. Silverhand war sicher nicht anders. Ach, schlimmer. Carrie hat wenigstens getan, was ich wollte, ohne mich zu nerven. Wo ist Carrie? Sollte gleich hier sein. Er meinte, du spielst wirklich gut. Ich hoffe, das stimmt. Gibt nämlich keine Generalprobe. Klar, wollen die Menge ja nicht enttäuschen. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was das für Leute sind. Lauf, Publikum. Carrie wollte nicht, dass das die Runde macht. Naja, das wird sich noch zeigen. Meinst du, die Medien haben Wind bekommen? Garantiert. Hyänen. Mach dir besser um Henrys Ersatz Sorgen. Carrie hat Rowson von Cutthroat an Bord geholt. Hab ihn schon spielen gesehen. Und? Hat er was drauf? Er ist okay. Okay halt. Du bist das Überraschungspaket. Zeit, sei unauffällig. Und wenn ich wieder Blut spucken muss? Reiß dich zusammen. Das ist Carries große Nacht. Hab das Gefühl, Nancy glaubt, ich kann nicht mit ihnen mithalten. Naja, zu Recht. Okay. Weiß nicht. Vielleicht ist das eine schlechte Idee. Das fällt dir jetzt ein? Es wird schlimmer. Vielleicht ist der Gig es nicht wert. Gut, geh du spielen. Ich lehne mich zurück und wisch mir das Blut aus den Ohren. Ja, ja, schon gut. Viel Spaß. Oh, oh. Oh Mann.
Drehen wir auf. Okay. Da bist du ja. Das ist Drowson. Von Cutthroat. Hey, bin ein Riesenfan. Du auch? Hab alle Alben. Ich meine, ich hätte nie gedacht. Chung. Siehst wie du nur ein Fan. Wenn du mit einem Star reden willst, red mit mir. Und hör auf zu zittern. Ich glaube, ich zittere fast noch schlimmer. Lampenfieber oder meinetwegen? Fick dich. Hab dich auch vermisst. Also gut, ziehen wir es durch. Okay. Muss ich jetzt irgendwas machen? Okay. Okay, da hinten gehen sie richtig ab. Umso weiter hinten, umso verrückter, geil. Okay. Da oben sind ja auch noch welche. Geil. Alter, das ist so abgefuckt. Was denn? Ich war richtig aufgeregt vor dem Auftritt. Als hätte ich was zu beweisen. Mir, dir, wem auch immer. Aber... ich hatte einfach nur Spaß. Mehr nicht. Würdest du das nochmal machen? Hm. Nein. Das war genug. In dem Fall, hier. Nimm. Als Andenken. Bist du sicher? Ohne dich spiele ich nicht. Wäre einfach nicht dasselbe. Ha. Netter Versuch. Aber ich spiele auch ohne dich. Johnny! Ist weg, oder? Ja, aber er kann dich noch hören. Danke. Aber ich bin nicht in der Stimmung für schwebende Tische und Stimmen aus dem Jenseits. Vielleicht
solltest du das besser an dich nehmen. Mhm. Ach, wie war der Gig? Ziemlich geil. Samurai war wie neu geboren. Schade, dass ich's verpasst hab. Naja, kannst ja mich live sehen. Was für ein schönes Geschenk. Damit wollte ich Johnny erschießen, als er bei mir eingebrochen ist. Mit anderen Worten, mich. Ja, und davor... Ach, vergiss es. Cool. Fühl mich, als wäre ich nach 50 Jahren Schlaf endlich aufgewacht. Dann mal zurück an die Arbeit. Pass auf dich auf, Vi. Wir bleiben in Kontakt. Und? War nicht so schlimm, oder? So schade, dass Carrie weg ist. Musste wohl dringend was erledigen. Schreibt sicher schon an seinem nächsten Song. Das wolltest du doch, oder? Dass es ihm besser geht. Besser, aber nicht so gut. Johnny, verlass mich nie wieder. Ohne dich kann ich nicht leben. Ein bisschen davon hätte nicht geschadet. Ich hoffe, das war dein letzter Wunsch. Ja, jetzt kannst du machen, was du willst. Ich muss mit Hanako reden. Schnell. Okay, deine Entscheidung. Gehen wir. Ja, und jetzt können wir uns auch mit Hanako treffen. Okay. Warum sind wir hinten raus? Oh nein, schade. Hey, Bewohner. Okay, ja, was machen wir jetzt? Wir müssen ja noch warten. Also, wir haben jetzt... Was ist denn jetzt los? Ach, nö. Haben wir wieder umgezogen? Was soll der Mist? Achso, Johnny hat wieder seine Klamotten angezogen. Okay. Verstehe. Ach, Johnny. Johnny, du duba. So. Okay. Gut, dann. Hotel. Oh, nee. Nein, den falschen Ruf. Egal. Genau, wir haben jetzt das auch abgeschlossen. Das bedeutet, wir hätten nur noch 3 Nebenmissionen. Der eine, da warten wir drauf. Und das andere ist wirklich nur dieser Kampf, ne? Und ja, wir haben noch 5 Autos noch. Wir warten mal. Noch kurz ab. Und fahren erstmal Richtung Hanako. Jetzt kommt. Ich würde sagen, zu 90% die Hauptquest. Mal gucken, ob wir uns da prügeln können. Das wird interessant. Da müssen wir vielleicht ab und zu mal speichern und laden. Was heißt mir? Ah! Ich hab gar nichts gemacht. Du bist mir in den Weg gelaufen. Stimmt, das war ja die Sache, wo wir dann nicht mehr zurückkommen. Hey, ich habe dir einen Kampf organisiert in Pacifica. Viel Lärm und natürlich viel Geld. Da kannst du doch nicht widerstehen. Oh. Okay. Wo denn? In Pacifica? Warte mal, Pacifica, war das hier? Warte mal, willst du mich verkohlen? Muss ich den Champion von den Animals gar nicht niedermähen?
Nope. Kann das sein? Komm, wir holen erstmal das Auto. Mal gucken, was das für einer ist. Oder kein teures Auto. Boah. Wieder so ein Doppelläufiger, der... Naja. So. Und dann... Ja, wir fahren da schnell hin. Egal, komm. Dann fahren wir jetzt schnell. Also, weil es interessiert mich gerade wirklich... Ob das der vierte ist, weil... Was? Rabbits? Nicht aussteigen? Doch. Willst du mich verarschen? Das ist ein Witz. Ein doofer Bot. Ich hätte wirklich in die Luft jagen sollen, einfach. Komm, den schnappen wir uns. Haben wir jetzt Punkte gemacht im Straßenkampf? Ich habe nicht drauf geachtet. Wer schießt denn hier noch? Konnte man nicht irgendwie abwehren? War mir nicht so? Wie war das mit dem Schwert, mit dem Abwehren? Ich weiß, man konnte so machen. Haben wir Punkte gemacht? Ich habe keine Ahnung. Aha. Blocken doppel. Schneller Angriff. Achso. Nee. Ups. Das wollte ich nicht. Also eigentlich nein. Ich wollte keinen schweren Angriff machen. Aber okay.
Danke. Ich räume nur auf. Ich räume nur ein wenig auf. Da. Nee, oder? Die haben einen Zivilisten um mir fahren. Selber schuld, Bitch. Okay. Aua. Ist ja gleich um die Ecke. Ja, schön für euch. Hier, okay. Gibt das... Wollt ihr Blut sehen? Da speichern wir aber. Wir waren hier schnell speichern. Da. Oder? Ich glaube, ich habe, oder? Hm, schauen wir mal. Wie? Grenati! Also bist du mein Gegner? Kommt drauf an. Worauf? Ob du gern vermöbelt wirst. Wenn ja, dann raus mit der Kohle. Amüsieren wir uns. Okay. Wenn wir das machen, dann muss es sich lohnen. Ich erhöhe den Einsatz. Oh, du machst keine halben Sachen. Kein Problem, ich fülle den Topf. Komm mit. Wir kämpfen gegen Launi Bauni? Ach du Helia Bimbam. Was? Ein Zuschauer? Okay, fünf Zuschauer. Seid ihr zwei bereit? Ah, okay, da sind noch ein paar mehr. Mhm, bereiter geht's nicht. Hey. Also der ist ja wie Miss. Der ist ja fast wie die Animal-Tussi, ne? Oh, wir haben vergessen, uns Ausdauerdings zu essen. Ich merke das, das merkt man voll, ne? Ach, die Gnide. Haha. Wir schießen hier! Nein. Jetzt mal ernsthaft. Wir schießen hier! Wirklich, wer schießt denn jetzt hier? Ja, das ist ein Clown-Kampf. Wow, okay. Das war nicht schlecht, der Ausweichmanöver. Und ich wusste es. Ich wusste es. Und wir laden. Ich würde sagen, wir haben jetzt geladen. Wir kämpfen beim nächsten Mal weiter und dann schauen wir mal, ob wir den besiegen, weil ja, sonst habe ich langsam wirklich ein Problem. Was hast du? Das war das mit dem Kampf, mit dem Animals-Kampf.
Nee. Okay. Wir haben einen Punkt noch. Wir haben noch einen Punkt. Das ist gut. Athletik. Oder Straßenschlägerei. Eigentlich müssen wir hier Straßenschlägerei, ne? Das müssen wir eigentlich machen. Wegen der Betäubung. Und dann das noch. Irgendwoher haben wir Straßenschlägerei bekommen. Egal. Wir machen jetzt hier an der Stelle trotzdem Feierabend für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Daher danke fürs Zusehen und Schüttelü.